In diesem Video zeige ich Ihnen die Datenerfassung und dann das Exportieren der Daten. Ich habe jetzt hier mal eine ganze Reihe an Daten eingegeben und die möchte ich jetzt gerne nicht mit irgendeiner Offerte befeuern, sondern ich möchte einfach diese Daten erfassen. Ich gehe hier auf das vorhin erstellte Projekt Datenerfassung, dann das Modul und dann die Seite Datenerfassung. Klicke auf Senden. Die Aufnahme ist gelaufen. Jetzt gehe ich wieder zurück in mein Backoffice. Sie sehen hier Datenerfassung. Gehe hier auf Liste Interessenten. Da hat es keine drinnen, weil ich kein Double Opt-in gemacht habe. Niemand hat ein Double Opt-in gemacht, weil es ja hier nicht darum geht, eben eine Offerte abzugeben. Jetzt gehe ich hier auf Scan to File. Und da sehe ich jetzt nun diese gerade eben eingegebene Musteradresse mit allen Daten und eben auch der Bemerkung dazu und dann unten noch die vorher eingegebene Adresse. Eben wenn ich es klein haben will, gehe ich hier drauf und dann habe ich die Felder klein, muss ja nicht zu groß sein. Und jetzt gehe ich hier oben rechts auf Export, klicke das an und jetzt sehen Sie hier, genau die gleichen Daten, wie Sie sie jetzt gesehen haben. Man kann einstellen ohne Überschrift oder mit Überschrift. Und hier sehen Sie jetzt nun die einzelnen Daten dieses Beispiels. Und hier unten hat es nur die E-Mail-Adresse, weil auch nicht mehr eingegeben wurde. Jetzt haben Sie die Möglichkeit, das hier noch zu verstellen, indem Sie hier oben auf das graue Feld gehen und es einfach verschieben, wenn Sie das für Ihre Datenbank lieber so haben. Also da haben Sie alle Möglichkeiten. Und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Punkt. Das hier wird ein CSV-File, also eine CSV-Datei, das ist ähnlich von Excel. Und die Frage ist, wie bei Ihnen in Ihrer Datenbank, die Sie vielleicht schon haben, die Trennung der einzelnen Daten erfolgt. Das kann mit Komma sein, das kann mit Punkt sein, das kann mit Strichpunkt sein, das können aber auch andere sein. Und diese Trennung, die Sie in Ihrem System verwenden, müssen Sie hier angeben. Wenn Sie jetzt hier zum Beispiel Hashtag angeben, dann ist da Hashtag drinnen. Oder eben Strichpunkt, wie gesagt, wichtig ist, was Sie haben. Wenn Sie das gemacht haben, klicken Sie hier auf Exportieren und dann geht die gesamte Liste in Ihre Datenbank. Das war's schon. Ich hoffe, dass Sie alle Informationen haben, die Sie brauchen. Sonst kommen Sie bitte gerne auf uns zu und ich wünsche Ihnen viel Erfolg auch mit Scan2File. Im exportierten CSV-File können Sie die Daten verändern, wie Sie das von Excel her kennen. Sie haben aber auch die Möglichkeit, schon vor dem Export Daten zu verändern, zu ergänzen, zu löschen. Ich zeige Ihnen das. Sie gehen hier auf Scan to File. Dann haben Sie hier so eine Datei. Und wie Sie sehen, ich kann also jetzt hier aus E-Mail-Adresse machen. Ich kann sagen, Mobiltelefon nehme ich jetzt weg. Und hier schreibe ich noch was Neues rein. Und so weiter und so fort. Das können Sie alles machen. Und dann müssen Sie es nur hier abspeichern und dann haben Sie die Änderungen gespeichert, bevor Sie es dann eben exportieren. So können Sie Ihre Dateien immer aktuell halten und dann immer wieder exportieren und auch in Ihrer Datenbank die Dateien dementsprechend aktualisieren.